Sie ist wohl eine der beliebtesten Serien der vergangenen Jahre und auf vielfachen Wunsch gibt es jetzt hier eine Review zur vierten Staffel von House of Cards. Die vierte Staffel von House of Cards hat 13 Episoden, ist ab 12 Jahren freigegeben und ist seit Anfang September komplett auf Netflix anschaubar, lief aber schon seit Anfang Juli auf Sky und konnte dann direkt auf anderen Plattformen wie iTunes und Co. digital erworben werden. Das ist der Zeitpunkt, als ich die vierte Staffel mir angeschaut habe, weil ich die Serie ja sehr mag und jetzt hier zur Abwechslung mal eine Review mit 2-3 Monaten Abstand. Interessant auch mal eine Review aus diesem Blickwinkel zu machen, aber viele von euch haben sich diese gewünscht und deswegen tun wir das jetzt hier. Die vierte Staffel von House of Cards und bevor wir darüber im Genaueren reden, ich spoilere natürlich nicht über den Inhalt der eigentlichen Staffel, ist es aber schwer Anschluss zu finden, ohne etwas über die ersten 3 Staffeln zu verlieren. Wer also noch gar keinen Zugang zur Serie hat, sollte diese Review jetzt vielleicht lieber stoppen und nicht weiter anschauen, denn man will ja nicht gespoilert werden. Okay, reden wir kurz über den Inhalt der vierten Staffel und inwiefern sie sich abgrenzt. Denn wir kennen ja die Geschichte, das ist die von Frances Underwood, großartig gespielt von Kevin Spacey und seiner Frau Claire, gespielt von Robin Wright. Und es ging in der ersten Staffel darum, sich mehr oder weniger zu rächen und in der Machtleiter weiter aufzusteigen, in der Politik, in den Vereinigten Staaten von Amerika, vom Kongress weiter bis ins Weiße Haus. In der zweiten Staffel sicherte man sich dann die Macht, wurde Präsident. In der dritten Staffel ging es darum, diese zu verteidigen und in der vierten diese zu erhalten. Und so unterscheiden sich die Staffeln jeweils und der Blickwinkel auf die Macht, weil Frank Underwood auch nach und nach vom Jäger zum Gejagten wird, aber er selbst hat immer viele Asse im Ärmel und schreckt von nichts zurück, um seine Macht auszubauen und das Konstrukt, was er mit seiner Ehefrau über Jahrzehnte lang geschaffen hat, aufrecht zu erhalten. Aber in der dritten Staffel haben wir schon gemerkt, dass es besonders zwischen diesen beiden kriselt. Wir enden an einem Punkt, an dem man nicht weiß, wie es weitergeht. Und das ist auch vordergründige Handlung in der vierten Staffel. Claire und Frank Underwood, die sich gegenüberstehen, sie will ihre Machtansprüche durchsetzen, sie will selbst Karriere machen und nicht weiter endlos nur im Windschatten ihres Mannes leben. Inwiefern ist das mit der Realität verträglich? Dazu kommt der Präsidentenalltag, der mit internationalem Terror und Co. zu tun hat und gleichzeitig auch noch Wahlkampf und da tut sich mit Will Conway ein ganz besonderer Kandidat, der jung, frisch, dynamisch und genau das Gegenteil von Frank ist auf der republikanischen Seite auf und so geht es eben um Wahlkampf, Alltagspolitik und der eigenen Privatsphäre und dem Kampf in der Ehe und dazu noch viele Überraschungsmomente, aber nichts werde ich an dieser Stelle spoilern, es geht nur darum hier rauszuarbeiten, worum es in groben Zügen geht und House of Cards steht ja immer dafür, eigentlich eine trockene Materie, Politikalltag so zu verbauen und zu verarbeiten, dass es sehr unterhaltend ist, aber vor allem auch spannend. Und da schlägt auch die vierte Staffel total in diese Kerbe rein für meinen Geschmack. In jedem Moment glaubt man, dass der Politikalltag wirklich so stattfindet. Sie ist ein bisschen trockener, aber auf jeden Fall abwechslungsreicher. Trockener als die erste und zweite Staffel, abwechslungsreicher als die dritte und ist für mich wieder ein schöner Aufschwung, wenn auch wieder sehr viel anders und hat, wie gesagt, ein oder zwei Elemente auch parat, die man so überhaupt nicht kommen sieht. Reden wir kurz über den Cast. Kevin Spacey einmal mehr als Frances Underwood. Er ist ein begnadeter Schauspieler. Er ist Theaterintendant, er kann wunderbar Leute imitieren, dass Kevin Spacey ein begnadetes Talent ist, darüber müssen wir gar nicht streiten. Und ich finde, dass ja dieser Figur Frank Underwood so viel Stärke und Macht verleiht, dass man selbst in schwachen Momenten glaubt, dass dieser Mann immer noch jeden stürzen kann. Er wird auf die Probe gestellt, hier in der vierten Staffel und in ruhigen und wie auch starken Momenten hat man eine Faszination für das durchaus Böse, was dieser Mann innehat, als Zuschauer die ganze Zeit, die man mit sich trägt, wie immer par excellence gespielt. Robin Wright hier unter anderem auch verschiedene Folgen inszeniert, hat ja auch abseits der Kulisse vor der Kamera für gleiche Gage gekämpft wie Kevin Spacey, das auch recht erfolgreich und vor allem merkt man, dass sie nicht nur eben hier als Schauspielerin tatsächlich am Set versucht auch ein bisschen Stärke zu zeigen, sondern ihre Figur nimmt immer mehr Platz ein, mehr Bedeutung, sie ist nicht mehr nur im Windschatten, sie ist nicht mehr Beifutter, um irgendwie nur Frank nach vorne zu bringen, sie hat ihre eigene Bedeutung, ihren eigenen Willen, stellt auf die Probe und ist dafür auch bereit, alles zu riskieren und zu zerstören und das ist dann ein Machtkampf auf Augenhöhe, der wirklich Spaß macht und während man am Anfang noch denkt, warum tut sie das, nimmt man sie immer mehr wahr als das. Auch den Anspruch, den sie zu Recht vertritt, finde ich auch wieder richtig fein gespielt. Michael Kelly als Doug Stamper, auch seit der ersten Staffel dabei. Er ist der Mann für die Drecksarbeit. Loyal bis in den Tod gefühlt. Er ist der Mann, mit dem man eigentlich nichts zu tun haben will, weil wenn der eine anspricht, dann ist alles ein bisschen blöd gelaufen meistens. Außen nach außen hin adrett, aber auf jeden Fall ein Typ, der es faustdick hinter den Ohren hat. Joel Kinnaman, also Will Conway, das erste Mal hier dabei in dieser Staffel.
Staffel auch zuletzt in Suicide Squad gesehen, diesen Schauspieler. Ist ein wirklich super charmanter Typ als republikanischer Gegner, der durchaus weiß, soziale Plattformen, das Internet zu bedienen und vor allem auch junge Zielgruppe anzuziehen und an die Wahl. Und macht hier einen sehr, sehr guten Job. Hat natürlich wie jeder Politiker auch seine Geheimnisse und geführt Leichen im Keller. Aber er ist hier auf jeden Fall das absolute Gegenstück mit genauso viel Sympathie und Antipathie, wie wir es auch eigentlich für Frank Underwood haben. Eine sehr schöne Figur, die sich hier als langer Gegenkandidat in der vierten Staffel aufbaut. Jane Atkinson auch dabei als Catherine Durant, die Außenministerin, die ja schon immer in den vergangenen Staffeln immer wieder an Glaubwürdigkeit verloren hat, wenn es darum ging, an Frank Underwood zu glauben, immer wieder auf die Probe gestellt wird, eine Art Machtinstrument ist. Auch hier wieder dabei finde ich äußerst angenehm, dass man auch nicht bloß Stereotypen als Frauen besetzt, die absolut dem 0815 Schönheitsprinzip letztendlich unterliegen, sondern hier glaubt man einfach, dass eine Frau, die weiß und die kompetent ist, und ich finde, die ist die ganze Zeit super besetzt. Boris McGovern noch dabei als Tom Hammerschmidt, als investigativer Journalist, weil die Medien auch wieder eine große Rolle spielen, um die Wahrheit ans Tageslicht zu bringen. Und so haben wir viele Figuren der alten Staffeln, die wiederum auftauchen, und alles auf der gewohnten Qualität. Die Kameraarbeit ist wie immer ruhig, viele Fahrten, ein sehr grauer Look, ein sehr ernster und neutraler, so wie auch Politikalltag vielleicht wirkt auf einen. Das Szenenbild, alles immer recht tolles Ambiente. Wir sind im Weißen Haus, bei Frank Underwood zu Hause, bei recht luxuriösen Unterkünften während der Wahlkampfreisen oder in der Air Force One. Die Musik ist immer nur begleitend, nicht überdominant, immer so ein bisschen auf Spannt gemacht und ein bisschen treibend, aber das sind wir von allen Staffeln gewohnt. Kostüm und Make-up, alle sind recht elegant. 9 von 10 Männern in dieser Serie haben einen Anzug an und Frauen sind auch immer schick dahergerichtet. Es ist natürlich eine Szenerie, in der man viel gesehen wird und dementsprechend wird auf gepflegtes Äußeres geachtet. Effekte gibt es ansonsten nicht. Will ich am Ende sagen, der diese Review viel gewünscht wurde. Ich finde, dass die vierte Staffel House of Cards es schafft, die Serie auf einem Niveau zu halten, wo es mir Spaß macht, diese anzuschauen. Für mich sagt sie persönlich nicht besonders ab. Ich finde vor allem auch Frank Underwood sehr in die Bredouille gedrängt zu sehen. Spannend, wie man da wieder rauskommt und vor allem schafft es, diese Serie immer zum Ende hin einen Moment zu kreieren, wo ich Gänsehaut bekomme. Und am stärksten hat das geklappt in Staffel 2 und jetzt auch in Staffel 4, sodass ich mich die ganze Zeit freue, die fünfte anzuschauen. Ich bin immer gespannt, wo die Reise hingehen soll. Ich finde, dass House of Cards eine der besten Serien der letzten Jahre ist. Und wer eben Fan geworden ist über die ersten Staffeln, kann man diskutieren. Ist die dritte völlig anders? Ist die vierte völlig anders als die ersten beiden? Ja, weil eben eine Hauptfigur, die Macht ergreift, auf einmal Macht verteidigen muss. Da muss sich inhaltlich etwas ändern. Aber es bleiben weiterhin viele starke Momente und tolle Dialoge und auch unerwartbare Szenen und Handlungsstränge, die auftauchen. Und somit muss ich am Ende sagen, man wagt hier wirklich viel an Veränderungen, an Handlungen. Und mir gefällt es nach wie vor und kann deswegen nur empfehlen. Serien unterliegen bei mir ja keiner Wertung, weil ich einzelne Staffeln untereinander werten müsste und sie manchmal aus so unterschiedlichem Genre kommen, dass es schwierig ist, sie miteinander zu vergleichen. Aber für mich bleibt es definitiv eine Empfehlung für alle, die die ersten Staffeln mochten. Und insgesamt sollte man sich diese Serie mal anschauen, weil sie einfach so glaubwürdig ist, was den Politalltag angeht, aber vor allem so stark gespielt und mit so viel Detailreichtum inszeniert. House of Cards ist für mich nach wie vor ein richtig schönes Ding. Und damit bin ich am Ende meiner Review zur vierten Staffel von House of Cards. Und dann bleibt mir bloß noch zu sagen, ich hoffe, ihr seid morgen wieder mit dabei. Natürlich um 3.